Das Orgelporträt. Die weiße Orgel in Römhild. Römhild ist eine Kleinstadt im Landkreis Hildburghausen in Thüringen. Die ehemalige Residenzstadt der Grafschaft Henneberg-Römhild und des Herzogtums Sachsen-Römhild befindet sich im fränkisch geprägten Süden Thüringens. Römhild liegt im Schutz der Gleichberge in der Region Grabfeld im Henneberger Land, direkt an der Landesgrenze zu Bayern. Römhild ist wahrscheinlich der älteste Ort des heutigen Bundeslandes Thüringen, denn als keltisches Oppidum Bicurgion wurde er bereits etwa 150 nach Christus erwähnt. Die Ersterwähnung von Rotmulte erfolgte im Jahre 800 als Besitz des Klosters Fulda. Zu dieser Zeit gehörte Römhild zum fränkischen Gau Grabfeld. Gaugrafen waren die Grafen von Henneberg, die auf der Hartenburg oberhalb der heutigen Stadt residierten. Von 1680 bis 1710 war Römhild Residenz des Fürstentums Sachsen-Römhild. Heute leben rund 7000 Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt, die sich 2013 mit mehreren Gemeinden aus dem Umland zur neuen Stadt Römhild zusammenschloss. Die Stiftskirche St. Maria und Johannes der Täufer stammt in ihrer heutigen Gestalt größtenteils aus dem Jahr 1470. Die Henneberger nutzten das Gotteshaus als Hof- und Begräbniskirche. Der spätgotische Bau, nach der Aufhebung des Stiftes nach der Reformation nunmehr die Hauptpfarrkirche der Stadt, besitzt neben dem barocken Hochaltar von 1692 als Besonderheit die bronzenen Grabdenkmäler der Henneberger Grafen, die aus der Werkstatt des Nürnberger Erzgießers Peter Fischer dem Älteren und seiner Söhne kamen. Sie sind zwischen 1488 und 1510 entstanden. Die barocke Orgel wurde 1680 bis 1682 von Johann Moritz Weiße aus Gotha errichtet. Wir hörten sie eingangs in einem Präludium ex G von Johann Zacharias Frank, der 1686 in dem Römhild unmittelbar benachbarten Örtchen Reuried geboren wurde. In der um 1600 entstandenen Orgeltabulatur des Johann Sixt findet sich die nun folgende Motette eines gewissen Jacobus Conradus Organista Römhildensis. Thank you.
Orgelbauerfamilie Weiße ist seit Anfang des 17. Jahrhunderts in Südthüringen nachweisbar. Ihr Stammvater war Andreas Weiß, der in Ostheim vor der Rhön die dortige Pfarrerstochter heiratete und später als Orgelbauer in Meiningen bezeichnet wird. Er ist später auch mehrfach mit Arbeiten im Harz nachweisbar. 1632 wurde sein Sohn Johann Moritz Weiße in Meiningen geboren. Er verlegte später die Werkstatt der Familie nach Gotha, wo er sogleich vom dortigen Herzog mit einem Orgelmacherprivilegium ausgestattet wurde. Ab 1658 sind einige Neubauten aus seiner Werkstatt nachgewiesen, so etwa in Emleben und Großfahner, und 1670 wurde Weiße vom Stadtrat zu Eisenach in die dortige Georgenkirche gerufen, um zusammen mit Kapellmeister Briegel ein Gutachten über die dortige Orgel zu erstellen. Sein heute bekanntestes Instrument errichtete Johann Moritz Weiße dann 1680 bis 1682 für die Stiftskirche in Römhild. Für Thüringen ungewöhnlich ist die Anlage der Orgel mit einem Rückpositiv. Die verakkordierte Klanggestalt dieser Orgel mit 14 Registern ist so interessant, dass sie an dieser Stelle zitiert werden soll. Ins obere und Hauptwerk kommen Prinzipal 8 Fuß, Oktava 4 Fuß, Quinta 3 Fuß, Superoktava 2 Fuß, Superoktava 1 Fuß, Mixtur vierfach sowie ein Krummhorn 8 Fuß. Ins Positiv gelangen Prinzipal 4 Fuß, Spitzflöt 2 Fuß, ein Sesquialter und ein Doppeltzimbel zweifach. Ins Pedal Subbass 16 Fuß, Kornettbass 2 Fuß und Flötenbass 1 Fuß. Dazu Tremulant, Heerpauken, Vogelgesang und Zimbelstern. Hierüber das Pedal durch obere oder Hauptwerk mitgehen. Das prachtvolle, heute noch vorhandene Orgelgehäuse lieferte der Römhilder Hoftischler Esaias Sterzing. Er arbeitete allerdings nicht termingerecht und so zog sich der Orgelbau länger als geplant hin. Und nachdem man auch noch 3 zusätzliche Register eingebaut haben wollte, seufzte Weiße in einem Brief, er habe sich hieran wohl ziemlich überdinget und die Orgel ist nicht 700, sondern 1000 Taler wert. Von diesem finanziellen Tiefschlag hat sich Johann Moritz Weiße nicht mehr recht erholt. 1699 siedelte er von Gotha nach Arnstadt über und bemühte sich um den Bau der Orgel in der dortigen neuen Kirche. Bekanntlich erhielt aber nicht Weiße den Auftrag hierzu, sondern Johann Friedrich Wender aus Mühlhausen. Johann Moritz Weiße starb 1704 in Arnstadt. Sein 1672 geborener Sohn Johann Anton Weiße wurde ebenfalls Orgelbauer und er baute einige Instrumente im näheren und weiteren Umkreis von Arnstadt. Das 1682 vollendete prachtvolle Instrument Johann Moritz Weißes in Römhild blieb nicht unverändert, doch dazu gleich mehr nach dem nächsten Stück, der Fantasia in D, eines sonst nicht näher bekannten Komponisten mit dem Namen Claudii de Monteforte. Das Stück wird mit dem original erhaltenen Prospektprinzipal von 1682 des Rückpositivs gespielt. Thank you.
1682 vollendete Orgel von Johann Moritz Weiße wurde 1865 durch den Orgelbauer Theodor Kühn aus Schmiedefeld grundlegend umgebaut. Er erbaute im Hauptgehäuse ein zweimanualiges Werk, bei dem nur wenig altes Pfeifenmaterial übernommen wurde. Zudem wurde das Rückpositiv entfernt. Glücklicherweise fand der Rückpositivprospekt als Schmuckstück des Kirchenraums eine neue Verwendung, so dass er einschließlich des Prospektprinzipals 4 Fuß erhalten blieb. Rund 300 Jahre nach dem Orgelbau durch Johann Moritz Weiße erfolgte in den Jahren 1980 bis 1981 eine Rekonstruktion der barocken Orgelanlage durch die Firma VEB Eule Orgelbau Bautzen. Hierbei wurde das alte Rückpositiv wieder an seinen ursprünglichen Platz zurückversetzt und auch die kostbaren Prospektpfeifen wieder zum Klingen gebracht. Wir hörten sie soeben. Die heutige Disposition enthält 25 Register auf 2 Manualen und Pedal. Einige Register konnten vom Umbau 1865 übernommen werden, worin sich teilweise auch noch originales Pfeifenmaterial von 1682 befindet. Das Hauptwerk, ausgebaut vom Ton Groß C bis zum dreigestrichenen F, besitzt als Basis den klassischen Prinzipalchor 8, 4 und 2 Fuß nebst Quinta 3 Fuß, grundiert von einem Quintaton 16 Fuß und farblich differenziert durch Grobgedackt und Salitional 8 Fuß und einer Flöte 4 Fuß. Dazu kommt ein Sesquialter Zweifach, eine vierfache Mixtur und eine Trompete 8 Fuß als Zungenstimme. Das Rückpositiv besitzt heute 7 Stimmen, nämlich Stillgedackt 8 Fuß, Prinzipal und Nachthorn 4 Fuß, eine Spitzflöte 2 Fuß, ebenfalls ein Sesquialter Zweifach, eine Doppelt-Zimbel sowie ein Krummhorn 8 Fuß. Die beiden letztgenannten Register werden ja schon in der Disposition von 1682 erwähnt. Das Pedal schließlich mit modernem Tonumfang bis zum eingestrichenen F besitzt Prinzipal- und Subbass 16 Fuß, Oktavbass 8 Fuß, Gemshorn 4 Fuß, Nachthorn 2 Fuß, einen Hintersatz vierfach sowie eine Posaune 16 Fuß. Dazu kommen die üblichen Koppeln und ein Tremulant zum Positiv. Der großartige, geschichteatmende Kirchenraum der Römhilder Stiftskirche besitzt seither wieder ein adäquates Instrument, das zwar nur wenig originales Pfeifenmaterial der Erbauungszeit besitzt, aber dennoch durch eine enorme Klangvielfalt beeindruckt. Hören wir abschließend die Sonatina in D von Christian Ritter. Dieses Stück des in Halle und in Schweden wirkenden Komponisten enthält Elemente des norddeutschen Toccatenstils und ist unter anderem im sogenannten Andreas-Bach-Buch überliefert, das aus dem Umkreis des jungen Johann Sebastian Bach stammt.